Da sind wir in der Public Area von den BMW International Open 2018. Number 21. On the team from Germany, Martin Keimer. So Leute, ich muss ein bisschen leise sein. Ich sitze jetzt hier auf der Tribüne von der 18 und jetzt kommen die vielleicht Kiefer, Keimer. Bam! Guten Morgen Leute, heute beginne ich den Vlog mal auf dem Weg nach Köln. Und zwar bin ich auf dem Weg zum Profi, European Tour Profi-Turnier, Profi-Golf-Turnier, da wo wirklich die großen Jungs spielen. Ich sag mal, das was ich spiele oder was wir spielen als Landesliga, und da spielt die Champions League, da spielt ein Martin Keimer, ich muss ab und zu mal auf die Straße gucken, da spielt ein Martin Keimer, ein Sergio Garcia, Masters-Sieger, US Open-Sieger, Ernie Els, also da spielt richtig die Elite. Und da nehme ich euch heute mit hin. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da filmen kann, ob ich da filmen kann, was ich da filmen kann. In der Public Area kann ich mit Sicherheit filmen. Und da gibt es immer ein paar schöne Sachen zu sehen, ein paar schöne Autos. Das Ganze wird von BMW gesponsert. Also das nennt sich BMW Open 2018. Und die finden dieses Jahr in Köln am Lerchenhof statt, in Pullheim. Das ist ungefähr so, sagen wir mal, 100 Kilometer von mir zu Hause weg. Und ich bin verhältnismäßig früh aufgestanden, um einigermaßen durch den Verkehr zu kommen. Und ja, ich glaube, das wird ganz interessant werden. Und mal schauen, was ich da für euch für einen Vlog zusammen bekomme. Bin gespannt, wie ich da filmen kann, ob ich da filmen kann. Also ich weiß, dass man mit dem Smartphone mittlerweile auf Lautlos-Modus da rumhantieren kann. Also kann ich auf jeden Fall ein paar Aufnahmen aus der Hüfte schießen. Ob ich die große Kamera benutzen kann, weiß ich nicht. Mal schauen. Also wir sehen uns dann nach der Fahrt in Köln wieder. In Köln-Pullheim, im Lerchenhof. Bis später, ciao. So Leute, da sind wir angekommen. Wetter ist ja, ganz schön umgeschlagen. Gestern hatten wir 30 Grad, heute haben wir 15 Grad und ganz schön windig. Schauen wir mal. Also wenn ich irgendwas vloggen will, dann geht das wahrscheinlich nur mit der Dead Cat und mit der großen Kamera. Aber ich werde auf jeden Fall ein paar Aufnahmen machen und dann schauen wir mal, was wir da zusammengeschnitten kriegen. Ja, da hinten geht es gleich rein. Wir sind hier auf einem riesen Feld, auf dem Parkplatz. Und dann schauen wir mal. So Leute, da sind wir in der Public Area von den BMW International Open 2018. Es sieht aus, also hier kann ich auf jeden Fall ein bisschen vloggen. Es ist extrem windig geworden. Gestern hatten wir 30 Grad und heute, ihr könnt mal gucken hier, dunkler Himmel und ist aber noch alles zu. Wir haben erst, wie ihr seht, 7.15 Uhr. Hinter mir ist das große Leaderboard. Gehen wir mal hin und da schauen wir mal. Hier sind auch so ganz gechillte Sessel, da könnte ich mich auch noch reinsetzen. Und dann schauen wir mal hier drauf und da ist schon die interessanteste Partie. Ja, ich stelle mich mal dahin. Keimer, Top
Torbjörn Olesen und Sergio Garcia. Was wir jetzt aber auf jeden Fall als allererstes machen, ist, dass wir auf die Driving Range gehen. Und dann gucken wir mal, wie sich so ein Martin Keimer oder so ein Torbjörn Olesen oder so ein Mastersieger Sergio Garcia aufwärmt und warm macht. Und dann laufen wir nachher 18 Loch mit denen über den Platz. Und dann nehme ich natürlich nachher noch ein paar schöne Impressionen für euch auf, wenn hier mal ein bisschen was los ist. Also ich drehe mich mal hier, riesen Public Area. Mit, da kann man schön sich nachher verpflegen und so. Und ja. Aber wir sehen uns dann gleich. Kleine Pause hier. Turnier ist im vollen Gange. Der Martin Keimer hat leider gerade einen Bogey gespielt, aber ich gehe mal davon aus, dass er auf den paar 5 noch danach jetzt wieder ein Birdie spielt. Ich habe mich jetzt mal kurz hier in die Resting Area verzogen. Da könnt ihr mal gucken hier. So. Und da hinten ist schon. Läuft auch eine Spielbahn lang. Ich gehe jetzt gleich aufs Par 5 Loch, schön ans Grün, wo die dann versuchen, den zweiten drauf zu hauen und dann ein schönes Par 3 Loch und dann werde ich mich schnell mal auf die Tribüne von der 18 setzen und dann mal schauen, wen ich dann weiter beobachte. Vielleicht noch mal ein bisschen hier Garcia gucken oder so. Mal schauen mal. Also jetzt trinke ich erstmal was und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao.
Leute, ich muss ein bisschen leise sein. Ich sitze jetzt hier auf der Tribüne von der 18 und jetzt kommen die vielleicht Kiefer, Keimer, Sullivan rein. Und ja, Keimer hat, glaube ich, eben Bogey gespielt auf der 16. Und dann schauen wir mal, wie die auf der 18 jetzt performen. Bis gleich. Wieder anstrengend auf dem Golfplatz. Ich war jetzt ein bisschen unterwegs, bin viel gelaufen, ich schätze mal so 10-12 Kilometer und muss aber jetzt nach Hause, weil ich heute Abend noch einen Termin habe. Fahre aber wahrscheinlich morgen früh mit dem Tim noch mal hin und denke schon, dass ich noch ein paar schöne Eindrücke, ein paar schöne Videoschnipse zusammengeschnitten bekomme für einen vernünftigen Vlog. Jetzt geht es aber erstmal nach Hause und morgen eventuell in alter Frische sehen wir uns wieder. Haut rein, ciao. Thank you.